Jenny Elvers, 50, und Mark Terenzi, 44, trennten sich nach nur wenigen Monaten Beziehung. Doch ganz so ernst scheint sie es eh nicht mit ihm gemeint zu haben, wie Jenny nun verriet. Jenny Elvers sah von Anfang an keine Zukunft mit Mark Terenzi. Vor rund einem Jahr lernten sich Jenny Elvers und Mark Terenzi bei den Dreharbeiten zum Club der guten Laune kennen und lieben. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer, denn nur wenige Monate später war bereits wieder Schluss. Nachdem sie die Beziehung im März 2022 offiziell gemacht hatten, gab der Sänger bereits im Juli bekannt, man hätte sich bereits vor Wochen getrennt. Böses Blut schien es aber nicht zu geben. Es hieße, die beiden würden sich nach wie vor verstehen und Jenny gab nach der Trennung an, sich so frei wie lange nicht mehr zu fühlen. Und auch Mark ist mittlerweile wieder glücklich, glücklich vergeben an Verena Kehrt. Jenny scheint das ganz und gar nicht zu stören, denn im Podcast Alles auf Anfang hat sie nun enthüllt, dass die Turtelei mit Mark für sie nur ein Urlaubsflirt war. Jenny Elvers wusste schon auf dem Rückweg nach Deutschland, dass Mark Terenzi nur ein Urlaubsflirt war. Zu der Realisierung sei sie recht schnell gekommen, bereits auf dem Weg zurück nach Deutschland sei ihr bewusst geworden, dass nie mehr aus der Romanze werden würde. Mark sei ein wirklich lieber Kerl, aber zusammenpassen würden sie überhaupt nicht, so Jenny. Sie erinnerte sich zurück. Es war so viel los und ich habe an der Stelle die Reißleine gezogen, wo es auch richtig war, sonst wären wir noch durch 38 andere Formate irgendwie gegangen. Das habe sie auf keinen Fall gewollt, sie sei glücklich darüber, dass es nicht dazu gekommen sei, und dass er dann diese ganzen anderen Sendungen mit jemand anderem machen kann. Und wer weiß, vielleicht tut er das ja schon bald mit Verena Kehrt.